und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge FIFA 15 Coop Season mit dem Pierre. Hallo. Oh shit, yeah. Achso, oh, und Pierre hat sich, stimmt, kannst du ja auch mal erzählen, hast du ja wieder FIFA Points gegönnt. Gekoint, habe ich mir sehr. Ich habe mir zweimal 700 FIFA Points gehört und habe mir diese, wie heißen die? Gibt es bei den Promo-Sets und die sind die Mega-Set. 26, 30 Objekte, 26 Gold, 18 seltene, okay, sorry, 18 seltene. Und hab da einen Spieler, hab da beim Ernstbett Glück gehabt, einen Spieler gezogen, der 40.000 Münzen wert ist. Ist nicht schlecht. Kann ich mit leben. Deswegen. Und das gibt's aber nur irgendwie 1-2 Mal oder was, ne? Weil es ein Promo-Pack Fünfmal. Ist. 5-mal, okay. Und 700 Points. Genau, kostet 700 FIFA Points. Ja gut, ist dann auch nicht ganz so billig. Wie viel sind das in Euro? 7 Euro. Okay. Ja gut, 7 Euro ist jetzt nicht wenig, ne? Ja, für geht. Ein bisschen was da, für 40.000 Ingame im Endeffekt. Oder 50.000. Man, boah, Alter, wie scheiße war denn da Neuer, bitteschön. Oh mein fucking Gott, ein Neuer. Voll ein, hat er abfälschen lassen. Also mehr oder weniger. Boah, ich muss auch nochmal Chris anschreiben, den Lappen. Ich hab wieder Lust zu spielen. Die Sucht kommt durch. So. Hat geschrieben, ja, ich klär das, bin aber gerade noch nicht ganz über den Damm und da hab ich jetzt wenig Lust, mich aufzuregen. Ich klär das morgen. Also er regt sich ja halt ziemlich, also er würde sich, wenn er jetzt fit wäre, sich wohl darüber aufregen. Das, was das so ausgegeben wurde, als hätte er schon zugesagt. Ja, und wir anscheinend auch. Und wir nur unseren Nickname hin, also ein bisschen meinen. Ja, woher hat er den jetzt? Ja, weil dann hat er nicht, weil wenn Antonio hätte da dann gleich unsere beiden nichts gegeben. Ja, ja. Aber woher soll er deinen Nick haben, wenn er ihn nicht von Chris oder Antonio hat? Keine Ahnung. Hat? Von wem denn sonst? Ich versteh's grad nicht. Ja, sorry Leute, muss gerade geschrieben werden. Ich gut, egal, das ist irgendwie gerade themenbasiert wegen diesem Alvaro-Scheißdreck-Projekt da, was immer ab Mitte, Ende Januar. Da gibt's ein bisschen Trouble und egal. Wir haben gerade Pause, irgendwer hat Pause gedrückt hier gerade, keine Ahnung warum. Warten auf Gegner. Ja, es war auch seit zwei, ich lag komplett flach mit Fieber und allem, dabei ja, hatte ich heute mal einen Tag frei. Läuft bei. Hoffentlich sind wir irgendwann wieder gesund, so morgen, übermorgen. Ich möchte Bausimulator mit ihm spielen. Das war so lustig. Ja, sehen wir dann. Komm, Schweinsteiger. Ach ja, genau. Ist übrigens sehr schön, bei Piers Tastatur. Bam, 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 das hört sich voll so übertrieben an, ne? Was willst du darauf rumhacken, ey? Was willst du vergewaltigen mit deiner Mui? Alter, 580 Dezibel. Ah. Ja, sorry. Nervt schon so ein Tick. Oh, shit. Jetzt rennen die schon wieder auf unser Tor zu. Hier, Rihanna. Ronaldo oder Luciano? Ja, genau. Hacke, Spritze, Nigger, Traller, Nigger, ey. Ja, hallo, das ist Ronaldo, der Hurensohn. Warte, wiederum. Vier Worte, damit so das jetzt durchkommt. Dann macht er so einen Hackewechsel. Dann macht er noch ein Tor. Da. Ah, fast ein Tor. Ja, er regt dich schon mal ohne Tick auf. Er macht ein Tor. Dabei macht es doch gar keins. Asset. Alter, ohne Scheiß, das kann Pierre echt so gut, ey. Ich kann höchstens awesome, nee, awesome oder sowas. Höher kann ich gar nicht, ey. Awesome. Höher kann ich gar nicht. Und wäre so voll kein so. Ah, kann ich einfach nicht nachmachen, Mann. Das ist noch schwuler, als wie es schon bei Pizza mit schwul ist. Noch schwuler, als wie Promis gemacht hat, hört sich bei dir an. Läuft bei dir, Pierre. So, egal. Werden so Alaba hat bald die Missgeburt. Ja, Lewandowski, lauf einfach in PP rein. Ist kein Problem. Guck mal kurz Skype. Kann man mal machen. Hä? Was ich? Guck mal kurz in Skype. Was? Diesen Text hat Chris von dem Typen gekriegt. Und Chris hat. Ah, okay. Okay. Gut. Kann man mal so machen, Pia, ne?
Ja. Aber seit wann kann man nach Nicknamen suchen? Du hast, der Nickname heißt ja nicht so, sondern heißt ja anders. Das, was du jetzt nicht sagen wirst, wenn wir in der Folge sind. Du kannst Skype-Nutzerverzeichnis durchsuchen. Das, weil du das im Titel oben drin hast, ne? Ich hab APK Gaming Pros als Name. Ja, mit drin. Das ist das Problem. Aber das ist ja nicht deine ID, ist das ja nicht. Aber ich mach das jetzt mal raus. Diesen Namen. Ja, musst du ja auch nicht. Ich hab mal die Zuordnung kriegen, die meisten Leute schon so geschissen, mit denen wir Kontakt haben. Ich weiß gerade echt gesagt nicht, wie ich das mache. Einfach Namen editieren, fertig. Ja. Ich habe meinen auch, ich hab mein Anzeigen pro, so jetzt mal hier Skype-Tutorial innerhalb eines FIFA nachkommentierten Gameplays und zwar Aktion, Option, falsch, Moment. Aktion, ne, wo ist denn das? Alter, läuft bei mir. Irgendwo hier war das doch. Ja. Erstmal verkacken. Ja, so wie deine Mutti. Da, Privatsphäre? Nö. Wo irgendwo stand, gab es hier was mit Profil. Ah ja, genau, auf Skype, dann auf Profil bearbeiten, dann unter dem Nutzer, na, das ist der Nutzername. Doch, irgendwo kann man hier auch unten drunter verwalten und dann kommt man irgendwo zu Skypes. Da kommt man in Skype rein und da kommt dann nichts. Geil, ey. Ohne Scheiß, wo habe ich das gemacht? Ich habe das doch gemacht. Ich habe meinen Nachnamen hier rausgekürzt, weil wir jetzt immer mehr Leute mit YouTube hab ja auch meinen Namen hinzugefügt. Scheiße, da. Ich hatte ja vorher meinen. Also nicht die Konten-ID, die man hat, sondern eben den Anzeigenamen, habe ich ja auch geändert vor kurzem, also vor ein paar Monaten, da wir immer mehr Leute mit YouTube Gedanke hinzufügen. Ja, aber what the fuck, wo geht es denn nochmal? Da wollte ich halt eben nicht, dass mein Nachname da Läuft mehr steht. 1-0. Jo. Lewandowski, der kleine Schlucker, ey. Ja, keine Ahnung, egal. Irgendwo geht es. Irgendwo im Nirgendwo. Ah, du musst einfach draufklicken. Wenn du auf Das geht aber nicht. Doch, du musst Ach, einfach, ja, ich hab's gefunden. einfach draufklicken. Fertig, wenn du auf Skype, dann. Ja, ich hab's. Ne, für die Ich Leute jetzt. hab's. Ja, für die Leute nochmal jetzt. Falls ihr das auch. Einer wollte Skype oben und links auf Skype, dann Profil. Dann Profil bearbeiten eben. Dann kommt ihr auf die Übersicht. Dann müsst ihr einfach auf euren Namen draufklicken. Ganz intuitiv. Da könnt ihr dann reinschreiben: Ich bin ein hässlicher Nougat. Aber ohne Scheiß. Ich muss mal was Pete mit in diesen neuesten Dings angesprochen hat, in dem 1-Milliarden-Views-Special, muss ich mal reingucken in diese alten Minecraft-Folgen oder was auch immer die gesagt haben, wo die da dieses gewisse Nigger-Wort, was wir hier noch so schön sagen dürfen, einfach so überdimensional verwendet haben. Das will ich mal sehen, ey, wenn die einfach so im 20-Sekunden-Takt das sagen, Mann, ohne Scheiß. Ich will es sehen. Läuft bei Pierre total brain AFK, hört nicht mal zu, läuft bei ihm. Multitasking funktioniert bei Pierre auf jeden Fall. Also ich kann hier nebenbei Sachen machen, kann trotzdem noch reden, aber Pierre, na gut, der ist mehr Mann. Nein, das hört sich falsch an. Typischer Mann als ich. So, egal. Scheiß mal auf das nebenbei, es steht 1-0. Gleich ist Halbzeit und wir spielen halt gegen Real Madrid. Quiz hier, ihr seht es ja schon die ganze Zeit. Seht ja, wie wir Scheiße machen, wie ich hier auch Scheiße mache und nicht mal mein Dings eingeblendet habe. Er hört die ganze Zeit, wie Pio aus der Tastatur rumhämmert, wie ein behindertes Stück Scheiße. Dann. Kann mit Absicht. Sehe ich mich auch wieder so, sehr gut. so. Und egal. Wir müssen uns ein bisschen nicht drauf konzentrieren. Es ist so qualitativ hochwertig nachkommentiert, das gibt's gar nicht. Ja, ich weiß, ey, es ist auf höchstem Niveau gerade hier. Ja. Oder von Ribéry. Niveau ist keine Handcam, ne? Niveau ist ein Nigger, der Baumwolle pflückt, ey. Du hör mit deinem Baumwolf. Mit deinen Baumwollpflücksprüchen. Ja, die du. Da du mit denen angefangen hast, du Baumwollpflücker. Jetzt hab ich schon wieder vergessen, wie dieser eine Scheißspruch heißt. Ja, jawoll, läuft bei dir. Nicht nachgucken. Ja, doch, natürlich gucke ich nach. Wir haben im Hintergrund gerade irgendwas ist. Ich weiß nämlich nicht, was ich ganz Gameplay nicht sehe. So. Ich muss ja mal nachgucken. Ich muss mich mal informieren. Muss hier was.
So, okay. Was kommt raus, wenn man einen Neger mit einer Krake kreuzt? Ich weiß auch nicht, aber es kann zumindest verdammt schnell Baumwolle pflücken. So, und da ist 2-0 von Lewandowski. Die Missgeburt läuft bei dem, schön gechillt links rein, kein Stress, er kann der Tor gar nichts machen, dieser scheiß Kassias Hurensohn, außer der Herr zu gucken, um mit seinem Schwanz hin und her zu wedeln. Läuft bei ihm. Oh shit! Ja, der beteiligt sich sehr am Nachkompetenz, finde ich sehr schön. Das muss auch so sein. Ja. Ich weiß, das ist jetzt 2024, zweimal Lewandowski. Ja, weil ich es gesagt habe jetzt beim zweiten. Weil ich es gerade gesehen habe. Weil ich es gerade gesehen habe und rumschreibe wie ein behinderter Mongo. Deine Mutti ist ein Mongo. Ja. Wo läuft? Nicer Pass. So. Lewandowski! Alter, ohne Scheiß immer auf die ganze Zeit so rumzuschreien. Du steuerst dann ständig, ey. Awesome. Weil wenigstens hat er inzwischen gelernt, dass wenn er näher ans Mikrofon rangeht, dass sich das nach irgendwas anhört, er leiser sprechen muss. Juhu, da ist der Gegner rausgegangen, der Hurensohn. Haben wir da irgendwas gesagt, dass wir was mischen? Ne, da haben wir gesagt, dass wir das extra Folge verwendet. Genau. Und damit ist es vorbei. Hallo Rams, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.